Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Retro City Rampage. Wir sind immer noch mit Schwert und Schild bewaffnet, LARP Style, und wir werden jetzt die Story fortführen. Land der unbegrenzten Möglichkeiten, Bitmorsches Iprom. Meine Güte, das Betriebssystem Iprom in der Kabine ist Bitmorsch. Wir müssen eine neue Lizenz kaufen und die ist nur an einem Ort erhältlich. Oh, das kenne ich nur zu gut. Jahre zuvor. Theftropolis Business Computers. Das ist, ja, TBC, Tuberculosis, IBM, siehe da, der neue Theftropolis Bürocomputer. Alles, was es braucht, ist ein Betriebssystem. Ich vermute ja mal, jetzt kommt eine Anspielung auf IBM und Microsoft DOS. Ich habe eins, das ich dir lizenzieren kann. AT Corporation, Spieler, geh zu Theftropolis Büromaschinen und stehle deren Betriebssystem. Ja, das ist genau das, was ich erwartet habe. Theftropolis Computer Products in einer Garage. Liebling, ich habe uns eine besondere Leckerei für heute Abend mitgebracht. Heute Abend essen wir Markenname Macaroni und Käse. Lass uns danken, wir dürfen niemals vergessen, wie gut wir es haben. Ich liebe dieses Spiel. Gib mir dein Betrieb... Oh, die Frisur ist so krass. Gib mir dein Betriebssystem sofort. Ich hab das Betriebssystem. Gut, jetzt bring alle um. Ich hab die Exklusivrechte für die... Für die Beerdigungen. Du siehst rot, ich seh Moos. Ach, ist das schön. Ich mag ein aufstrebender Superverbrecher sein, aber selbst ich habe Moral. Das mach ich nicht. Na gut, vielleicht müssen wir über deine Zukunft sprechen. Komm sofort zurück. Hier ist das Betriebssystem. Gut, und jetzt raus, du bist gefeuert. Und du kannst niemandem erzählen, zu was ich dich gezwungen habe. Vertraulichkeitsvereinbarung, Non-Disclosure Agreement. Hey, Butnik, komm rein, du wurdest gerade befördert. Och, der steckt jetzt auch dahinter. Das Problem ist, ihre neueste Version hat diese lächerliche neue Benutzeroberfläche. Windows 8, nur ein Laden in der Stadt hat noch die alte Version auf Lager und das nicht mehr lange. Keine Sorge, Doc, ich besorge dir das Betriebssystem. Zeit, $1000 für das Betriebssystem zu verblasen. Geh das Betriebssystem kaufen. Das sind so krasse Missionen. Ja, wir sind auf einer gefährlichen Mission. Wir müssen ein Betriebssystem kaufen. Dazu klauen wir uns gleich mal einen Wagen hier. Den Runt Deluxe und rasen damit. Ui, hoppala. Ja, das ist Kleingeld, das nehme ich jetzt nicht. Zum Betriebssystemladen, der irgendwo hier oben zu sein scheint. Nicht mehr allzu weit entfernt. Ich fahre jetzt mal so lang und dann so rum. Ach, hier. Ach, im Pornshop. Da kriegt man's. Hier sind deine $1000. Du hast jetzt den Iprom. Das ist doch kein Betriebssystem, das ist ein Chip. Naja, gut. Paper Shredding Corporation. So. Bestimmt wieder eine Anspielung, die ich komplett verpeile gerade. Ich will hier durch. Was ist eigentlich hier? Kann man das lesen? Nee. Aber die vier Figuren hier erinnern mich auch an etwas. Ach so, und hier ist ja wieder so ein... Ich weiß schon, da waren wir, glaube ich, schon mal. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir den schon gesehen haben. Ruft Chingis an. Nee, haben wir noch nicht gesehen. Kam mir jetzt trotzdem bekannt vor. Gut, steigen wir mal aus. Da kommen wir so nicht drüber oder vorbei. Gehen wir zurück zum Doc Schock. Können wir da drüber hüpfen? Ah ja, doch, tatsächlich. Ich hüpfe eigentlich viel zu selten, da es in diesem Spiel viel zu selten auch notwendig ist. Es ist eigentlich meistens optional und dann vergisst man auch schon mal drauf. So,
Hier ist das EEPROM mit dem Betriebssystem. Danke, danke. Ich werde es sofort installieren. War's das schon? Mein Gewissen isst mich auf. Die fürchterlichen Dinge, die ich getan habe. Ich fühle mich so schrecklich und ich muss die Situation beheben. Ich muss Game Genie sehen. Stufe beendet und ich schätze mal, jetzt müssen wir oder werden wir uns zum Game Genie aufmachen. Dazu nehmen wir uns mal hier dieses lustige, den Bicousin und fahren hier oben rauf. Wenn das jetzt zu Game Genie führt, so ganz sicher ist das ja nicht. Ach so, hier rum oder wie? Das ist manchmal ein bisschen verwirrend mit diesem Wegweisern. Aber ich glaube mal, wir sind am richtigen Weg. Wir müssen dann irgendwann jetzt hier rechts abbiegen. In Kürze. Wir fahren hier mal auf der Mittelspur. Geht schneller. Lalala. Das gefällt mir schon besser. Wie aus B-Side. Und hier geht's rauf jetzt. Ah ja, genau, natürlich, hier war Game Genie, also Game Genie eigentlich, wobei im deutschen Sprachraum hat man den Game Genie ja normalerweise als Game Genie ausgesprochen, also zumindest wir haben das so gemacht als Kinder. Das ist diese Erweiterung, dieses Teil, was man in eine Nintendo-Konsole, gab es auch für andere, glaube ich, reinstecken kann und dann eben Codes eingeben, die im Wesentlichen die Speicher bestimmte Speicherbereiche des Spiels verändern und man konnte damit cheaten. Und Game Genie ist eben eine Anspielung auf diesen Game Genie. So, rein hier. Mein Gewissen isst mich auf. Deine Verwüstung der Stadt hat Schmerz und Leiden verursacht, aber der Umstand, dass du dies begreifst, ist der erste Schritt auf dem Weg zum richtigen Pfad. Verwüstung? Nein, nein. Ich spreche über die AT Corp. Es ist alles meine Schuld. Durch meinen Diebstahl des Betriebssystems für sie konnten sie all ihre Macht ansammeln und missbrauchen zum Schaden der Industrie und Konsumenten. Plopp. Oh, nun ein Schritt nach dem anderen. Ich werde meine großen Game Genie-Kräfte anwenden, um sie für dich aufzustöbern. Aber bitte versprich mir, dass du darüber nachdenken wirst, danach in die Superverbrecher-Reha zu gehen. Vielleicht? Ich habe die Bänder lokalisiert. Sie sind in geeigneter Weise über die Stadt auf drei Orte verteilt und werden, wie vorherzusehen war, von Butniks Top-Leuten mit Raketenwerfern bewacht. Auweia, nimm meinen Wagen. Er ist mit Doppelmaschinenpistolen ausgerüstet und im Kofferraum liegt eine Schrotflinte. Sollte ich überhaupt fragen? Viel Glück, Spieler! Wir haben jetzt den Wagen des... Was ist das für ein Teil? Ach, das hat vorne so ein Maschinengewehr oder wie? Oder was? Oder wo? Ach, okay. Wir sollen die Rowdies finden und besiegen. Finden ist nicht schwer, denn da zeigt uns der Pfeil ja irgendwie schon den Weg. Das Teil ist nur relativ schnell. Ich suche gerade das Red Radio. Ja, da haben wir es. Das Red Radio, das wollte ich. Und, jo, da oben irgendwo. Ja, das kann ich jetzt eigentlich nicht brauchen. Ich bin ja nur ein bisschen gegen euch gefahren. Ach so, und hier sind die Rowdies, oder wie? Ach, die haben Raketenwerfer. Ja, ich weiß, er hat's erwähnt. Erschieße und überfahre deine Gegner mit deinem Wagen, bevor sie Zeit zum Schießen haben und schwenke dann vom Weg ab, um ihren Raketen auszuweichen und komm wieder zurück. Wenn du zu Fuß bist, springe, um ihren Raketen auszuweichen. Lauf vor Raketengegnern weg, um Distanz zu gewinnen. Gib dir mehr Zeit auszuweichen, bla 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 bla. Ja, ich dachte jetzt eigentlich, wozu braucht man das überhaupt mit dem Auto? Das ist doch eigentlich gar nicht notwendig, aber versuchen wir mal einfach, sie zu überfahren. Wow. Okay, wir haben noch eine Schrotflinte.
Ah ja, okay, hat geklappt. Haben wir jetzt eigentlich selber auch irgendwas... Ah ja, wir haben selber eine Raketen-Dingens-Teil. Wir könnten es ja mit dem Schwert probieren. Ha, ach, da ist noch einer. Ah, nicht auf mich schießen. Ich bin doch nur ein Guter. Und wir haben hier den Schlüssel und wir müssen wieder Raudis besiegen. Okay, den ersten Teil der Mission haben wir damit erledigt. Ich glaube, ich werde mir das sparen mit diesem blöden Auto vom Game Genie, das ja eh, glaube ich, jetzt kaputt gegangen ist bei der Aktion. Da würde ich übrigens gerne rein, aber da kommt man nicht drauf. Oder vielleicht doch mit einem Rocket Jump? Hm. Ja, was ist eigentlich hier? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ach, das ist ein Golfplatz oder was? Danger No Entry, waren wir hier schon mal? Das ist so ein riesiges Gelände, das muss doch irgendeinen Sinn haben. Der steht hier und macht Übungen und der macht ein weiteres Loch in den Boden rein. Na gut, gehen wir mal wieder raus. Frag mich, was das sein soll. Aber fürs Erste müssen wir mal sehen, dass wir unsere Energie ein bisschen auffrischen. Oh. Hey, wie ging das denn? Ich dachte, die Autos können einen gar nicht überfahren. Was ist los mit dem Kram? Wieder so ein Münztelefon-Flyer-Teil gefunden. Wieso die das Flyer nennen, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar. War hier nicht irgendwo ein Herz? Also ich suche ja jetzt Lebensenergie und würde ganz gern so ein Herz haben. Nothing to see hier, das ist das Biff Manor, Manor, das Haus vom Biff. Ja, ich wollte eigentlich springen und... Ach so, da geht's in die Höhle rein. Da gibt's aber auch nichts. Das Auto könnte man nehmen, das ist aber eh total lahm. Ja, also wie gesagt, ich suche ein Lebkuchenherz, nee, ein Energieherz oder einen Automaten, damit ich meine Energie ein bisschen auffrischen kann. Wahrscheinlich bin ich schon an dreien vorbeigelaufen und habe sie einfach übersehen. Scheint hier eher ein Wohngebiet zu sein, ganz ohne irgendwelche Hot Coffee. Da kann ich Kaffee nehmen, aber ich glaube, der bringt mir ja nichts, oder? Da wird einfach nur alles schneller. Na gut, auch nicht so schlecht. Ich schätze mal, wir müssen eher in die Richtung hier. Ach so, da wird einfach alles schneller. Die ganze Welt wird schneller. Na, das ist ja eine super Sache. Ja, das passiert mir auch immer, wenn ich Kaffee trinke. Bayshore High. Was ist das hier? Eine Schule? Eine Schule mit Metalldetektor? Wie im Flughafen? Was ist denn das bitte? Duke Attack. Dies ist nur eine Hintergrundgrafik. Die Treppe ist nicht echt. Unsichtbare Wand 3 von 8 gefunden. Frag mich, ob hier mal eine... Erfolg, Meister seines Gebiets. Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich, ob hier mal eine Mission ablaufen wird. Okay, hier ginge es weiter, aber ach du meine Güte, ich bin noch gar nicht bereit für diese Mission. Ah! Schaffen wir das? Ich glaube ja eher nicht, dass das so klappen wird. Okay, den Hammer. Naja, vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich. Nein, 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 nein. Nicht auf mich schießen. Solange es nur einer ist, geht es relativ gut mit dem Ausweichen. Blöd ist natürlich, wenn mehrere auf einmal schießen. Das erschwert das Ganze ja dann doch sehr. Ach, und da haben wir es auch schon. Tatsächlich, wir haben es geschafft, den Schlüssel, was auch immer damit gemeint ist, zu finden. Jetzt werden wir uns aber doch unsere Lebensenergie irgendwo auffüllen. Bundy's Wedding Chapel finde ich übrigens super, was hier gerade eben rechts zu sehen war. Wo gibt es denn was zu essen? Hier gibt es Coffee, hier gibt es Dry Cleaning, hier gibt es ein Dings, das wir vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Doch, das kennen wir schon. Ich möchte irgendwo was essen, was trinken, einen Automaten, ich weiß es nicht, es ist mir egal.
gibt es überall nur Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ja, toll, aber ich bin schwer angeschlagen. Ich brauche einen Softdrink, kein Kaffee. Kaffee? Schon wieder Kaffee? Da oben ist ein Beutepaket. Wow, 31. Das heißt, es fehlt uns nur noch einer. Frag mich, was dann passieren wird, wenn wir den finden. Ja, wir laufen hier sinnlos rum auf der Suche nach was zu essen und ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Pizzaroni können wir leider nichts machen hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.